Hartlich willkommen zu Haginsen, die frische Podcast. Dillingers Eike ei dabei, ihr as in en ouder Mission unterwegs, aus dort hiere jam bald nächst toch. Ja, Dilling aset pflichten leid sunnerbor, dann ma üsen geest banik befreit. Aus en Twasche hewe manchne mir so oft den Fraget, wer wir insen en Podcast ma ham morgen können. Professor Dr. Thomas Steensen. Ja, wir satte hier meklig in üsen Dörnsch, mein Kopp Tee, in der Thulejochte Bronne. Thomas, du bast Historiker, Journalist, Frisist, hast du noch mehr? Oh, nee, dort langt, finde ich. Ja, du bast ja die Üle, Direktor von Nordfrisk-Institut in Breestwin. Die neue Direktor, wort wahrscheinlich Willems noch die neue Direktor nommt. Dabei ist dort all in Leitzund, dort du in Rente bast, all? Ja, dort leiten mehr als fief ihr zu Beg, dort ist ja all, ja, dort ist all in Tät. Wirst du endlich noch altens als Direktor und die, ja, in jeder Funktion von manchen uns bringen? Ja, das kommt vor und dann seht ich dann natürlich, dass es am anderen Tät und verwiss dann auf das Nordfriesk-Institut in Breest. Aha. Und ne köste ja endlich den Tät Nietje und so als Manning Audro auch, ja, die bloß noch am den Duchterne und durch das Bjarne kümmere und die allerlei verrückte Kehre dün. Aus de schraffst noch wildere fort Bläs und orbest als Historiker. Volle den nien verrückte Kehre in und die wer am. Ja, ich lief vor Paragliding und so Kehre. Da habe ich gar nicht Lust zu. Als er konnte ja auch dort laven, dann leid aufkorte. Also das war ich lieber ei. Morgen und wenn wir auch als Verrückte diese Kehre in volle. Ja, da habe ich lieber gar nicht so viele am Eftertucht, am spekuliert. Man, mein Tochterne, mein Tochters Bjarne, ja, der, wenn ich so oft denk, als das Gung, zu Hupe, ein Spal, mein Enkel Bjarne, und so weiter, aus, ich wird mir kief worden, möt ich jahrlich, sehte, wann ich mir ei, auch noch am Audere kehre bekummere wird, und vor allem morgen mir dort einfach Spursen leid, Trinam zu forschen, und dit und dort zu schriven, und dann auch am Kehre mir zu kommen, wer ich bitte nur ei etito, hält hef. Dann du bist natürlich als Institutsdirektor, bist du ja doch mal viele organisieren, verwalten, Projektberuchte, neue Projekte zu beantragen und so weiter. Was du da all die befotet und so niedig man rausstand, so zu sehen, mein Tät, was ich ne hef, in so einer Stress, kon ich mir am Manning kehre, kumre, wat mir spus morgen. Ja, Historiker snorke ja hol am vergängene Tät, aus vertell ist tu hierere Lickes insen, wat morgeste aktuell? Ja, aktuell habe ich just wieder was vor Bläs schraven. Das geht am Interfrasche Rät. Und dort ist auch das Thema, wie ich mich nur wirklich intensiv mal befot. Dort kommt so, dass die Frasche Rät mich fragt, wie ich mich vielleicht dann durch meine Historie von der interfrieske Verbindung, seht ihr, wie Inzen befote wird, an der auer ein Leid wird dünn wird. Was sind auer hot der interfrieske Verbindung? Naja, das sind ja da Kontakte zwischen der Nordfrasche her, in der Ostfrasche, in Bundesland Niedersachsen, in der Westfrasche, in der Naserlönje. Ja, kannst du ein Leid nauer vertellen, was du da nau magest? Ja, das König Holl, ich hab ja zu Hupe mal mein Wüff. Was hier in dem Podcast ja ein bekannt. Das ist ja Manuela Steensen-Ross. Und wie ist dann
Das Leid jast Hodege zu Weg, san wie wen an Ostfraschlern, an Westfraschlern, en hewe der an Archive Orbit, am Historie von der Interfrascheret Mörutofaun, as bit nö bekannt as, en humo Mercedes der as Eifole bekannt. Mir interessiert, wann he dort begann, weram hewe da Nordfrasche Kontakte slin, ma da Westfrasche en da Ostfrasche, weram jan da Westfrasche, wat ja en gau Position hewe, ma jahre Sprecke, der wurde ja, Sprecke wort ja von morsten 100 Millionen Manschne, der Spregen, weram san da interessiert, in Nordfraschlein, in dort Latt Nordfraschlein. In dort alles als Thema von dort dir Projekt, und ich bin vernäht dort das auch stippet Wort von Beauftragte für Kultur und Medien, also von der Bundesregierung, auer Frascheret, in auer Friesenstiftung hier in Lönn, Schleswig-Holstein. Sie können wir dann zum Beispiel Rese morgen. Ich hef all seht, wir hebe in Archive, in Bibliotheke, Orbit, wir hebe der Protokolle von der Frascheret von Önfong Ön, dürkiket, en hebe dort alles mal üs Handys fotografiert, dort san mörre 100, nein, dort san wel mörre 1000 Dokumente, wat wir der abnimm hebe, en dort schein ja alles ötfjartet wurde. Schön as natürlich, wann du der Satz en Orbest, aus wann du dann der am Tongs, oha, rucht Orbe, kamp ne bloß noch, ja. Und dann schät du der mal hunderte von Latje Kopier auf den Computer Orbe, und der öt dann versäcke sein Bild zu schaffen. Also da das Goreis, so ich ihn vorwärt, xede aus, ich kauf dort et, mal dort der Projekt wieder gongekon. Nu ginget ja eiblots am Papier, in Akten. Du hast ja auch mal manchne snorket. Ja, dort hewe, wie sie ja tuve. Morget in humkon zete, dat jan ähnlich Highlights von dat Projekt. Also wir hewe mal manchne snorket, wat e Historie von e Frascheret. Olung mabelavet hebe. Also hier in Nordfraschland wusset natürlich würdig Morsede Marie Tongeberg, wat ja nö, boll ave 100. Ierde ol togongt, en dort wussen wunderbar belaven ha en efkebel tu besäcken, en ma ha der auer tu snorken, wat hiets alles belavet ma da Westfrasche en der Ostfrasche en jekü se limti, vertele, na, ihr hätt zum Beispiel am Carsten Buysen vertelt, wat der Börre draufen, det wasche da Nordost en Wiesfrasche grünlädt hätt. Ihr hätt auch vertelt, wat dat vom Manschnevian, wat der auf Rese et Wiesfraschlern hier hane kömm, wat er abfielen as, dort wusst dat der Wiesfrasche, der oder Manning Wiesfrasche, all die Krastlik installt. Jan und die wissen noch san, und das soll auch so ein Leid hier missionieren, wenn in Nordfraschlern vor die krasslige Luwe, was Eiselhorge tät, was zum Morgen. Und von Hollilön, ja, Hollilön ist ja auch Olung dabei, ähnlich von Anfang an, und so 1961, Drawe da Frieske, da tri Fries Lönje am der Insenshütte sehen, aft Eilön, der hewe wie Eva Waltemat befraget, wat ol Lung, tu Frascheret, der tu hier, tu Interfrascheret. Und dann Ostfraschlön, der san wie Tautuche wehen in der ostfriesische Landschaft, hewe der in der Bibliothek arbeit. Aus hewe is ob drawet ma twer manchne wat lung der Balbian, dat wus intoch man Kollege en Warne, Dr. Hajo van Leng, hier het lung, Ostfrasch Lohnschap, as Direktor vorstin, hier kütet en dort vertele,
En ook am ene keer wat er ze belabet heet, je heet gans spusi verteelt, en wis frasch wüsset he, ha insen verliefd en ham. Also dat was dat, als ik hem vroeget he, wat jaan der wichtigste keere, da erst ham dat mal... Da das dan hongen blaben. Ja, da das dan hongen blaben, wa ham en mal ein Smielen heet er dat verteelt. En ook Dieter Baumann, kö prima verteele, wis han ma ham wen, und ihr Dörnsch, ein wunderbar Dörnsch, Prunkzimmer der ostfriesischen Landschaft, wer in ihr Mäu 1956 die Frasche Red grünlöt wird. Und dort wo es auch ein besonderer Belaben, und die Dere... Ein ganz historisch Ste. Ja, der historisch Ste, mal in manche Tosnocken wat lung dabei was. Vor ham was wichtig, dort alles zur Hupe hongt und die auch von Anfang an verbünden wuss, ma in verient Europa. Wenn das frasch Manifest von 1954 Wort seht, wir Friesen aus den drei Frieslanden bejahen alle Bestrebungen, die zu einem vereinten Europa führen. Also dort wuss natürlich Billy modern. Und der Tit, dort heet in ihr Tukamst wisset. Der von Kühe verzähle en auch ames Brecke, dort ist ja ganz Spusi und die Sonnabor, wie das seht, dort an die Interfries gerät, wird einmal Frieskultur und auch einmal Friesgespräckigung, dort der muss bloß Huchtfisch snorkelt Wort. Nein, du hast ja in Ostfraschlen ein ganz apportes Dokument finden. Das hätte doch auch die Freude. Ja. Ich würde dir doch wissen, was du wusstest. Ja, das wusste das Original von dem Frasch-Manifest. Was 1954 bei der Obstalsboom, aber nede von Aurich, verkündet worden ist. In der als Olten spekuliert worden, wäre am Hottert ähnlich in der Tschüss-Version. Wir bekennen uns zu einem gemeinsamen Stamm. In je Westfriesk-Version stund, to in Friesk-Volk. Also, da in des jede Stamm, en Minden, en Kirchenstamm, en der Audere sehen Völk, en dort bedürset natürlich, dort et mehr eins denn je heet, dann ook bedürset, wann Völk von den ein Friesk-Völk snorket. En der wo's en dort der Originaldokument, wo's Rütto finden, dort der noch die Vormadi, am Madistet wörtet verkündet, die Vormadi heves, der am noch Snorke Tischal dort noch Hietje, en heve dann hohnschraftlich, der noch wat verannert zu Kohnvölk, Historie, en dort der Dokument ganz nau ev der Verfüllie entzünden, belaben, ja, dat as vielleicht so ein Lärtchen Freude dann von Historiker. Ja, und dann gänget efter Westfraschlen. Der HWW vor allem ein Tresororbit. Ja, war das ein Tresor? Und Kohnzede, dort das eine Bibliothek vor Friesland. So hat ja die Provinz Fraschlen in der Naserlönje. Et as eine Bibliothek, et as dort Archiv. En as auch dort Literaturmuseum vor der Provinz. Der wird alles sommelt, wat mas Brecke in Kultur von Friesland zu Huberon. Der HWW Eihunderte, der HWW wieder Dusende von Dokumente fünn, to üs Thema san wunderbar stippet werden von Jelle Kroll, wat der Orbit aus uck von zum Beispiel Sabke Miedema und Frauke de Jong Krapp, wat eine Friesgerie dort als Wesfrasch auf Dieling, was der Ordi engagiert san, en der hebe wie ook ma manchne snorket, wat fohle von der Historie, von der Interfrascheret, ma belavet hebe. Die ine wuss, Piet Hemminger, ik hef fohle, ma ham to Downhead, wir hebe ook to Hupe in Böck, die Frieslande, hebe wie to Hupe stylt, Hupe ook noch dann ma Hajo van Leng. Hier kö fohle, vertele, aus Uck Willems, dat er Uck Mas Hovet wuss, wann het also rot wieder gongt. En dat das vielleicht so ein Rütchen trät, eine Historie von der Interfrasche Kontakte, das sind grote Idee wehn, en dann irgendwann
as et ny sønn forlem as ei vidder gæng. Dot as naturlig chance vin en het manchne dilvis oxon leid demotiviert. Der von heter vertelt auers okke wichtig, da manchleke Kontakte vor ham vian. En en besonder belaven wos vor ös da draufen ma Johannes Samplonius, ja. Wat Präsident von der Interfrascheret wos, en wat vor allem bei der Börre draufen der dabei wen het, wie kö wunderwurf erzähle, hüffole Grenkühl da, da en hebe, dort sein Okeer auf Nordström, wen hebe, en der die entdeckt hebe, wat ähnlichen Pharisäer has. Ja. En hun ködert wirklich efter Voltin hüffoles Booster, börre der het hebe. Aus hier het ok seht, wichtig dort as, dort et Wettergongt ma interfrieske Verbindinge, dort et ein Grundpotenzial het, en dort hum ei mas hovet, wese schei, ok wane zwiri as, auer da Grenze, to hupe, to orm. Okay, dort wusst dann west Fraschlen. En, ja, wat wusst noch so in Nordfraschlen? Da hewe wir Marie Tongeberg, ja. Interviewt. Ja, en wat mir infolt as Mörretuche hewe Orbit und Chris-Archiv, wer ook fohle, leid ook manning Protokolle. Also da Protokolle ut wenn man in ihren Gesanek 56 gründet mit 1000 sind wir gang, also et 44 ihr hebe wie alle Protokolle von der Vollversummlinge an der Stürte Hupe kamste 5, wird ne auch noch ordnet und dann auch etwiatet wurde schon, enkelte der von Lade hier und Chris Archiv, wer ich möre Tore wen. Na ja, und dann wären wir ja auch auf Fair. Oh da ja, auf Fair, das wären ja ein feine Dinge, was wir hin auf Fair, eine Ferringstiftung, der können wir auch Boge, der ist ja ein Dörnsch vor Geestwasenschaps manchne, in der wird ganz viele dort, was Friedrich Paulsen und Jakob Tholund heft erlebt, hewe. Olle Biese heißt ja auch Kont. Der Biese hewe Kont, das ja ein eindrucksvolle manchne, und das war ich auch ein Hutzede, also kief ähnlich, wann dort ei Inzen und der haben versäckigt dort auch, insen sind leid dokumentiert worden, was vor manchen immer volle Idealismus vor der deren interfrieske Kontakte orbitive, in der hier unbedingt Friedrich Paulsen und Jakob Tholund der Tor, und wir sind der Gött abnehmen worden auf Fähre in die Ferringstiftung von Volker Faltings, Robert Klei, von Mareike Böhmer, Reinhard Jan, in der Audere war der Orbe, also dort wo's ein wirklichen Fein belaven, en wie in ook manning Resultate, wat wie ma to hüs Name könnt. Ja. Ja, en nö, wer hewe nö amme vergängen tit snorkelt, en wat nö morgest, en wat asmal tukamst, hö, schaltet nö widdere gunge. Naja, dort gungt hovig, ja wieder ma dort der Projekt am der Interfrieske Kontakte, dann nüschallet ja alles noch ötwiate, dann abschrauben wurde. Dort ist vielleicht noch ein grützte Deal von ja, dann wurde der auch Alkiv? Ach nö, doch. Ich hof ei. Also, was ich noch verjen hef, und was wir doch vertele schon erst, dass wir ja dort, was wir mit nö rütfen hefe, und auch da Abnahme, was wir mal da ja, Zeitzeugen morgen hebe, dort wie der sein Präsentation tut, ist halt hebe, wat Bollwell ook, dann nahm ich an, auf der Homepage von der Frascherette, dann to schöns as. Also dort as finde ich doch ein ganz gau Resultat. En ich hof natürlich da am, dortet dann, ja, wann ei entprintet böck, dann doch ein E-Book jeft, wer dann alles wirklich efter zu lesen as, wer dokumentiert wort, wat as denn worden, wer uck vor Jahrstuch alle Präsidente von der Interfrascheret ihr Kort vorstellt worden, und die uck der Kongresse, wat vor Theme hedet, jeven, dat as ja ganz enorm am wat vor Theme all eder, der Kongresse jam drei Theve.
Also zum Beispiel Eiblos Brecke in Kultur. Na, no, das ging auch am ökonomische Perspektive. Das ging am Tief, Hykon, dort Tief schuld wurde. Am Turkamps von der Frasche Torpe. Auch all am Klimawandel, as es norket werden. Ja, Billy Eder, as dort all morget werden. Und dort ging ja auch auf die nächste Kongresstour, der wird ja dann, weil in je Mai, Anfang, in je Sommermaune, dann ja auf Saal worden die nächste interfrasche Kongresshöhlen, da das dann, wann ich nur auch teile, as et all die nügen entwundeste. Also es ist schon wieder gegangen und ich freue mich auch, ich nahm an, dass wir dann noch ins in Rees morgen schon auf der Ortsfraschlern, in Wees fraschlern und dass wir dann zum Beispiel auch wieder natte Kehre Matto Hüss bringen können. Wir haben das Ortsfraschlern Thema Brot und das Wees fraschlern Seis und leckere Kekse. Ja, natürlich. Der frische Dümkes. So ist es. Ja, ja. Volle Tunk, Thomas, dort hätt Spaß morgert. Nee, auch, volle Tunk, Manuela. Edward Eikief und et gibt volle Orbe. Ja, und ich seht auch volle Tunk, du jam, ös traue Podcast-Hierere. Und wenn jam Haginsen die frische Podcast horget, kone jam ös ein Like-Tome dün, und jam kone ös hockhol ein E-Mail schreibe, unter haginsen@gmxprag.de. Ja, adies und bittet nächstes Tuch bei Haginsen, die Frasche Podcast. Adies.